Zweiter Versuch, habe eben mal wieder vergessen, das Mikro ordentlich anzustecken. Also, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Von meiner Wohnung habe ich euch ja länger nichts gezeigt, aber das Ganze ist ja so ein Never-Ending-Projekt. Also es gibt immer irgendwelche Ecken, an denen man noch irgendwas machen kann. Und dafür habe ich mir jetzt mal so künstliche... Oh, da fallen schon die Blätter ab. Künstliche Efeuranken besorgt. Ich muss gestehen, die waren echt günstig. So sehen sie auch aus. Und so riechen sie auch. Aber vielleicht taugen sie ja doch was. Ich muss gestehen, ich bin auch echt stolz auf meine Duschvorhangkonstruktion. Was ich jetzt gemacht habe, ist so eine alte Einklemm-Gardinenstange zu nehmen und die einfach mit Hilfe von zwei Haken und den Duschvorhangringen oder wie auch immer man das nennt, an der Wand zu befestigen. Und ich muss sagen, bisher hält das Ganze tipptopp. Weil die Stange jetzt aber nicht so schön aussieht, habe ich überlegt, ob es vielleicht besser aussehen würde, wenn ich da so eine Efeuranke drum wickel. Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Nur ist das Problem, wenn ich jetzt den Vorhang vormache. Ja. Da habe ich nicht so ganz mitgedacht. Also eigentlich reicht es ja, wenn der Vorhang bis dahin zu ist. Okay, also da gibt es sicher noch eine bessere Lösung. Aber ich denke, für den Anfang ist das ganz okay. Ich merke gerade, dass ich meinen Spiegel auch mal wieder putzen könnte. Also so zu 100% überzeugt bin ich nicht. Ist mir vielleicht ein bisschen zu kitschig. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal die nächsten Tage auf mich wirken. Ich habe jetzt aber auch gar keine Zeit, das Ganze wieder abzumachen, weil ich nämlich gleich mit Pia und Insa Pizza essen gehe. Und zwar bei unserem Freund Sahil, den ich tatsächlich auch dieses Jahr noch überhaupt nicht gesehen habe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch richtig auf die Pizza, weil ich habe nämlich übelsten Hunger. Ja, ich habe schon überlegt, ob er es vielleicht kapiert hat, so außer er kümmert sich nicht um die Reservierung, vielleicht. Ach scheiße, ich habe reserviert. Genau. Hallöchen! Geil! Warum habt ihr das denn gemacht? Ich habe ja zu dir gesagt, wir kommen vorbei. Es war nicht ganz letzte Woche, aber... Ja, ich habe aber irgendwie auf dem Schirm, dass ihr heute kommt. Ja, das war auch so eine Überraschung. Limo mit Alkohol. So, Kante. Danke. Wow. Nee, aber noch zu lange. Wartet ihr auf mich? Ja. Ihr müsst nicht... Das ist ein Zeichen, dass ich wieder weniger Fleisch essen sollte. Genau das. Nee, ich kann nicht essen. Wild. Wolltest du noch erlauben, meiner Brille? Der Wand ist so mega fluffig. Mega cool. So tasty. Hallo, Rand, oder? Ich zoome gerade ran, weil ich super professionell bin. Yum, 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 yum. Schmeckt dir, Melanie? Das muss so ein riesen Instagram-Zeichen.
ganz, ganz vielen Followern. Und dann muss ich kurz einen Kopf sagen. Echt? Oha, wem denn? Geil, das ist ja richtig aufregend. Ja, deswegen muss ich ganz schnell los, dann muss ich noch die Pizza ziehen. Na, da kennt man nicht viel. Tschüssi! Hi, tschüss! Entschuldigung, ich bin ab. Tschüss. Jetzt sehen meine Haare auch wieder ein bisschen ordentlicher aus, beziehungsweise hängen mir nicht dauernd in die Augen. Und weil es quasi auf dem Weg lag, habe ich mir dann noch was bei Zeit für Brot geholt. Diese wunderschöne Zimtschnecke. Da die allerdings nicht laktosefrei ist, muss ich mir jetzt noch so eine Laktose. Das ist genauso wie diese Menschen auf der Rolltreppe, die einfach am Ende der Rolltreppe oben stehen bleiben. Und denkst du, ja, sorry. Also die Museumsinsel ist halt einfach wunderschön, kannst du nicht sagen. Wollen wir irgendwie da runter? Das ist so viel geiler, weil du hoppala. Ja, daran muss ich mich auch wieder gewöhnen. Ich kenne das auch so. Da ist Dreck vor allem, du sitzt jetzt ein bisschen im Sand. Okay. Nee, ich muss schon sagen, ich mag unser Berlin schon. Ins Museum. Ja, öffnen und drücken, sonst bin ich auch komplett los. Furchtbarer Begleiter. Die Phase hatte ich vor 2 Jahren auch. Du musst das so hoch machen. Nee.